Ja, nun ist es endlich soweit. Für die Steamboat-Dinger und auch für die Edda gibt es eine Universalhalterung. Ja, die es dir erlaubt, einen grünen Laser oder eine Lampe zu montieren. Und das Beste dabei ist, diese Universal-Bogensportmontage passt auch ideal auf den Fenris, auf den Schnellschussbogen. Wenn du wissen willst, was es mit dieser Halterung auf sich hat, welche Lampen- und Lasermodule es gibt und welche anderen Ausrüstungsgegenstände du noch an deine Steamboat-Dinger, an deine Edda oder EK Cobra oder eben deinen Fenris montieren kannst, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der René Rossel vom Survival Shop. Es ist gut, schön, dass du dabei bist. Hurra! Das ist jetzt schon das zweite Video. Das erste Video habe ich offline nehmen müssen. Werde ich dann nachher gleich erklären, warum. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Hier gibt es eine Montage, die für den Fenris gemacht und erdacht ist. Das ist eine Bogenmontage, die erstens mal beim Fenris hier an dieser Stelle montiert werden kann. Nicht an die vordere Stelle, das ist eine etwas andere Montage, aber das hier ist eine Universalmontage. Und diese Montage passt zufälligerweise auch auf die Edda und auch auf die Cobra R9 und die Cobra RX und wahrscheinlich auch auf die Siege, auf das neue Teil, was rauskommen wird im Sommer 2021 und auch auf die Steamboat-Dinger. Das heißt, du hast hier eine Universal-Bogensport-Montage. Ja, und dann schauen wir uns an, was du an Zubehör auf diese Montage aufbringen kannst. Ja, eine Möglichkeit ist die Montage einer Lampe, 300 Lumen, passt ganz genau drauf. Wir schauen sie uns dann nachher noch einmal im Dunkeln an. Also ist alles in Ordnung, liegt an der richtigen Stelle, kannst du ausleuchten, kannst wieder zumachen. Das ist mal die eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, einen grünen Laser zu montieren. Ich zeige ihn dir jetzt dann nachher gleich in der Praxis. Besonders bei so hellen Situationen, wie wir sie da jetzt im Schnee haben, ist der im Vergleich zu dem integrierten roten Laser, zu dem ich dann auch ein paar Worte verlieren mag, auch im Zusammenhang mit Deutschland, Österreich und der Schweiz. Also bleib bei dem Video dran, es lohnt sich. Ja, ist auch montierbar. Ja, du kannst es bei der Steamboat-Dinger, ist übrigens sehr einfach zu montieren. Alle, die bei mir das Teil kaufen, kriegen natürlich eine Montageanleitung. Du könntest das auch auf der zweiten Seite hier auch noch einmal montieren. Das Einzige, was du brauchst, ist einen kleinen Bohrer. Ja, und dann hast du es auf beiden Seiten montiert, kannst du da die Lampe und da den Laser montieren. Oder, und das ist nämlich genau der nächste Punkt, Steamboat arbeitet daran, auch hier zusätzliche Ausrüstung zu montieren, nämlich ein Survival-Kit sozusagen. Das hier ist einfach eine Universalmontage und hier wird es unterschiedliche Zubehörteile geben, die man montieren kann. Ja, und aktuell schon am Markt verfügbar ist eben der grüne Laser und die 300 Lumen Lampe. Naja, du wirst jetzt sagen, aber die Steamboat-Dinger hat ja einen integrierten roten Laser. Wozu brauche ich dann diesen blöden grünen? Schau mal her, siehst du den roten Laserpunkt? Vielleicht siehst du ihn. Ja, und jetzt schalte ich den grünen ein. Doink! Also das ist schon eine Welt. Das ist ein massiver Unterschied. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Ja, die Lampe, die hat 300 Lumen und da sagt jetzt der eine oder der andere, 300 Lumen, wenn die jetzt 4000 hat, ist das keine richtige Lampe. Nein, das ist absolut ausreichend, nämlich für ein Ausleuchten des Ziels in diesem Bereich. Ja. Das heißt, ich leuchte aus, ich zeige es dir dann nachher auch in der Nacht, was das Teil kann und wieder aus. Und das habe ich alles in einem Teil drin. Das sind 300 Lumen, absolut ausreichend und du wirst sehen, wirklich ein Spaß. Und weil es ja hier um eine taktische Lampe geht, wollen wir uns anschauen, wie das mit Objekten aussieht. Also jetzt hier zum Beispiel, hier seitlich, da auszuleuchten, das ist alles überhaupt kein Thema. Die Kamera fasst das Ganze auch nicht wirklich perfekt ab, muss ich auch gleich dazu sagen. Denn ich kann auch in die Distanz schauen, auf jeden Fall 60, 70 Meter erkenne ich alles noch sehr, sehr gut. Also wie gesagt, die Lampe ist gut ausgewählt für diesen taktischen Einsatz. Absolut Daumen nach oben. So, und jetzt noch einmal, damit du siehst, was sich da tut. Wow, das ist wirklich ein fürchterlich scharfes Teil. Also jetzt auch für den Nahbereich. Also die leuchtet wirklich fett. Da tut sie wirklich was. Also jede Ecke kann ich damit schön ausleuchten. Also
wirklich top. Auch auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole. Das geht natürlich auch bei der Edda und bei der Cobra R9 und auch bei der RX. Und auch hier könntest du auf beiden Seiten montieren. Alles, was du dazu brauchst, die ganzen Montageschrauben, die Inbusschlüssel, ist alles mit dem Lieferumfang enthalten. Auch die dazugehörigen Madenschrauben und auch die Möglichkeit, den Laser zu justieren. Auch da, alle Anleitungen kriegst du, wenn du bei mir kaufst, auf jeden Fall mit dazu. Ich will, dass du ganz einfach Spaß bei dem Ding hast. So, das ist mal das eine. Also, auch bei der Edda und bei den anderen EK-Produkten. Und ich weiß, es ist vielleicht jetzt schon langweilig, aber trotz alledem noch einmal. Auch auf einen Bogen ist genau dasselbe Teil. Ja, ist vollkommen egal, ist immer dasselbe Teil, weil es eine Universal-Bogensportmontage ist. Und da kann ich natürlich jetzt sagen, ja, wozu brauche ich das, wenn ich da eh vorne schon einen Laser dabei habe? Ja, ich könnte hier eine Lampe montieren. Oder es ist ganz einfach nur eine Zielhilfe, durch die ich noch einmal durchschauen kann. Also es ist im Großen und Ganzen dazu gemacht, modular ja, etwas anzubieten, modulare Möglichkeiten. Ja, eine Universalmontage einfach, finde ich top. Und weil diese Frage immer wieder gekommen ist von Kunden, passt, wenn ich hier bei das Dinger, ja, das Teil hier drauf montiere, auch ja, das Leuchtpunktvisier, das, du siehst, das ist überhaupt kein Problem, das kannst du auch montieren. Und natürlich, das ist ganz klar, du kannst auch mit den Broadheads dazu schießen, mit den, ja, die sind auch extrem cool. Natürlich, die Trefferlage, ja, ist abhängig von der Entfernung natürlich eine andere, ja, aber das hast bald heraus, wenn du mit dem grünen Laser trainierst. Bleiben wir gleich bei der Steambow Stinger. Ich habe jetzt hier hinten ja, einen, ja, mein Ziel, der Stronghold. Das ist alles billig eigentlich und kriegt natürlich alles bei mir im Shop. Und wenn ich da jetzt den grünen und den roten Laser gleichzeitig einschalte, den roten Laser, den sehe ich so gut wie überhaupt gar nicht. Den sehe ich nicht. Den grünen aber sehr wohl. Und genau das ist der Trick dabei, ja, dass ich bei solchen hellen, ja, in solchen hellen Situationen trotz alledem ja, einen schönen Laserpunkt setzen kann, damit ich ja, eine Visierlinie habe und schnell und ja, schnell und lustig schießen kann. Denn im Endeffekt, dieses Sportgerät ist natürlich eine ganz coole Sache. Es macht dadurch noch mehr Spaß, weil man aus der Hüfte instinktiv schießen kann. Und das ist einfach cool. Aber ja, jetzt reden wir über den Elefanten ja, im Raum. Ja, was ist der Elefant im Raum? Das ist der Laser. Ich hatte das Video schon einmal online und habe es dann wieder offline genommen, weil es einen großen deutschen Händler gibt, der ja den Generalvertrieb von dieser Stinger hier in Deutschland hat und der einen Tag, nachdem ich mein Video freigeschalten habe, ich habe es am Abend an einem Samstag freigeschalten und am nächsten Tag, am Sonntag um 9 Uhr, verlautbart hat, dass angeblich diese Laser nun in Deutschland nicht mehr ja, legal sein sollen. Es gibt dazu ein Facebook-Post, das er gemacht hat und ich glaube ihm das auch grundsätzlich. Er sagt, er hat einen Tag vor meinem Video mit dem BKA telefoniert und die haben ihm gesagt, dass sie nun, obwohl es in der Vergangenheit doch klar war und es auch Schriftstücke dazu gibt, jetzt der Meinung sind, dass es vielleicht möglicherweise, also eigentlich doch nicht mehr erlaubt sein könnte. Und jetzt sage ich da was, ich bin ein Österreicher und ich bin auch kein Rechtsgelehrter, wollte ich sagen. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es wirklich nicht. Das sind halt Gerüchte, denn auf der anderen Seite rufen mich andere Leute aus Deutschland an, die auch Juristen sind und sagen, eigentlich sehen sie das ganz anders. Und ich sage da was, ich weiß es einfach nicht. Und es ist mir auch vollkommen wurscht, denn Nummer 1. Alle, die ab diesem Video, ab dem das freigeschalten wird, eine Steambow Stinger bei mir kaufen, kriegen einerseits den eingebauten roten Laser hier, den grünen, das ist natürlich Sonderzubehör, gibt es unten dazu. Und automatisch legen wir so einen Dummy dazu, beziehungsweise haben den eingebaut und legen den Laser dazu. Das heißt, wenn du bei mir kaufst, kriegst du das hier, du kriegst die Steambow ohne eingebauten roten Laser und dann liegt der rote Laser mit dabei. Und das ist ein Laserpointer im Endeffekt. Ne? Und was du mit dem magst, das musst du entscheiden. Denn schau ganz einfach, ob das wirklich wahr ist, ob das ein Thema ist, ob das wirklich verboten ist, ich weiß es nicht. Ja? Ganz einfach. Das heißt, das hier ist ab jetzt so, wir liefern das so montiert und den Laser, ja, den legen wir einfach dazu als Goodie und was du dann damit machst, das musst du wissen, denn ich weiß es wirklich nicht. Das ist jetzt, ich bin ganz ehrlich, ich weiß es einfach nicht, was momentan wirklich Sache ist und ich kann es auch nicht rausfinden, denn ich bin da nicht involviert. Und das nächste ist genauso hier mit diesem Laser hier. Diese Laser sind ja grundsätzlich für unseren wunderbaren Bogen, für den Fenris, ja, konzipiert. Das ist ja die Idee dahinter. Da. Du hast das ja gesehen, das ist eine Bogensport-Universalhalterung. Ja, und die kannst du auf die Stinger montieren, wenn du das magst. Dann hast du halt ganz einfach ein Loch zum Durchschauen.
Und den Laser, ja, den gibt es halt auch extra zu kaufen. Und so setzt du dir halt deine Module zusammen, so wie du das für richtig hältst. Und so, wie es in deinem Land ganz einfach erlaubt ist oder nicht erlaubt ist und sowieso und überhaupt. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn. Ich möchte den Elefanten im Raum ansprechen, weil mich auch viele Anfragen dazu erreichen. Ich weiß es nicht. Ab jetzt wird die Stinger in Nicht-Laser ausgeliefert, aber der Laser liegt mit dabei. Das ist ganz einfach so. Es gibt diese Universalhalterung zu kaufen, die kann ich mir nicht vorstellen, dass die in irgendeinem Land in Europa verboten wäre. Die Halterung, das kann ich mir nicht vorstellen, ja, weil die passt genau auf diesen wunderbaren Fenerisbogen. Aber ich muss gleich dazu sagen, Disclaimer, ich weiß es nicht. Ja. Es ist deine Verantwortung, dass du dafür sorgst, dass in deinem Land, ob das in deinem Land erlaubt ist. Ja, und dann gibt es halt einen Bogenlaser dazu, der zum Beispiel auch auf unseren wunderbaren Fenris montiert werden kann und zufälligerweise auch auf die Äder und auf die Stinger dazu passt. Mach du das draus, was du daraus machen magst und darfst, selbstverständlich. Das war's jetzt. Lange Rede, kurzer Sinn. Es ist einfach urcool, mit Laser und auch mit einer Lampe zu schießen. Das macht diese taktische Armbrust noch einmal viel, viel lustiger. Es macht diese Äder, diese taktische Sportarmbrust auch mit dieser Lampe hier, mit dieser 300 Lumen Lampe noch einmal ein bisschen lustiger, wenn man mal in der Nacht am Schießstand steht und ja, beim Montags einfach arbeiten muss und ja, am Abend dann halt sagt, okay, ich habe keine Flutlichtanlage wie in einem Stadion, aber ich möchte trotzdem auf meine Ziele da draußen schießen, dann kannst du das natürlich auch ganz locker tun. Oder du das Ding auf den wunderbaren Fenris montieren willst, ja, um hier noch einmal Lampe oder es einfach als Universalhalterung zu verwenden. Ja, das liegt ob dir. Die Produkte gibt es bei mir und alle, die ich dir gezeigt habe, gibt es bei mir im Shop. Schau dir das ganz einfach an. Abo dalassen, Daumen nach oben oder nach unten. Schreib ruhig einen Kommentar, das wäre auch cool. Aber andere Videos zum Anschauen. Es hat mich gefreut, dein René Rossmann aus Österreich. Bis bald und ciao, ciao.